Auch erledigt. Yippie! Ach, jetzt reg dich doch nicht mehr so künstlich auf. Tja. Oh, süß. Guck mal. Kleine Wumsel hat er auch dabei gehabt, der gute Junge. Da waren auch noch mehr von denen. Ich habe doch so viele von denen erlegt. Wo sind sie? Wo sind die ganzen Komodos hin? Komodi, Komodo, Komodo, Varan. Jalalala. Egal. Machen wir erstmal Herstellung. So, was können wir denn Neues machen? Ah, Sprengstoff. Oh. Gelbnacken-Kasua. Interessant. Bestimmt irgendwas mit Jagdaufgabe. Hallo Mäuschen. Bist du verletzt? Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen. Aber als wir hier ankamen, redet er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er wollte mich erschießen. Wie bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause, deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Tja, Mäuschen, du hast richtig reagiert. Warum bist du? Julia! Und ich meine immer noch, hier waren mehr. Verdammt, wo sind die hin? Wo sind die hin? Wo sind sie nur? Egal, wir werden schon wieder ein paar Komodo-Varane finden bestimmt. Früher oder später. Aber auf jeden Fall haben wir hier ein schickes Auto. So. Jau! Geile Mucke. Ha! Messer werfen. Fahrt des Jägers. Ich glaube, die werde ich noch erledigen. So, schauen wir doch mal. Ah. Bären haben ein Farmer zerfleischt. Erledige sie mit der am Zielort gestellten Schrotflinte. Echs, muss denn das wieder eine Schrotflinte sein? Wie weit ist das denn weg? Oh ja, geht. Das Ding sieht so ein bisschen aus, naja, wollte gerade sagen, wie ein Golf. Also so von der Seite, Golf 1, ja, könnte sein, ne? Klingt auch fast so. Wie komme ich da rüber? Ach. La 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 la. So, ist auch schön geländegängig das Auto. Liegt super. Straßenlage 1A, was will man denn mehr? Puh, hier gibt's viel zum Sammeln. Erstmal die Kisten. Hier muss dann noch eine sein, die ist bestimmt drin. Erstmal die hier. Bärenjagd mit Schrotflinte. Na, ich bin gespannt. So. Und zack. Ich glaube, da werde ich wohl mal mein kleines Bumsi hier austauschen erstmal. So. Bären, 2 Stück. Na, ich hoffe mal, dass die nicht zu viel Schrot aushalten, die Jungs. Ja, aber super. Bärenhöhle hier, oder wie? Hey, Meister Pitz! Wow! Der hält aber gut was aus, der Bär. Na komm. Das Fell wollen wir natürlich nicht verkommen lassen. Oh, Jason stellt sich wieder an. Egal. Los, wo ist das zweite Bärchen? Ah, hier mal den. Plünder, Plünder. Taschenlampe. Oh,
Jawohl, mit zwei Headies und erlegt. Ah, das haben wir auch. Und Gatten. Häuten wir das Tier. Yeah! Oh, prima Donner wieder hier. Wo ging es hier raus? Da, ne? Ja. Haben wir vielleicht was Neues zum Herstellen? Habe ich jetzt nämlich gar nicht drauf geachtet. Nee, leider nicht. Aber das Bärchenfell werden wir bestimmt irgendwann nochmal gut gebrauchen können. So, na, vielleicht ist ja mein kleines, liebes Scharfschützengewehr noch da. Ansonsten, ach, wir machen Schnellreise. Nee, Quark, falsche Taste. Schnell wieder Wind und ganz geschwind. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Geld eingenommen. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt wieder. Auf jeden Fall können wir wieder so ein bisschen Kram verkaufen, ist wahrscheinlich. So, verkaufen wir erstmal wieder. Oh, haben wir viel auf der Tasche. Mann, Mann, Mann. So, Scharfschützengewehr. So, erstmal ausrüsten. Dann anpassen. Schelldämpfer. Oh ja, den will ich. Ah, nee. Also komm, das wird jetzt so mitgenommen, ne? Zurück. Verkaufen. Was verkaufen wir mal? Blaues Blatt, Kaminrot, Ziegenfell. Grünes, bla 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 bla. Ja, komm hier. Eine Ziege und weg damit. Zack. Scharfschützengewehr. Das da. Anpassen. Und ausrüsten. Quack. Kaufen, genau. So, jetzt sind wir wieder fröhlich und pleite, aber wir haben unser Scharfschützengewehr jetzt richtig nice ausgerüstet. Uhuhu. Munition scheint gut auszusehen, alles klar. So, dann wollen wir es doch mal auch noch schnell testen am besten, ne? Jetzt hier, wo müssen wir hin? Kann man von hier nicht auch in die Map? Nein. Map. Den Stützpunkt da oben haben wir. Da ist ein Stützpunkt. Der ist ja ganz schön weit weg. Da wäre auch ein Stützpunkt. Ja, ich möchte jetzt erstmal den Stützpunkt da haben. Damit wir hier oben schon mal Ruhe haben und uns dann fröhlich und frei hier bewegen können. So, ich glaube, hier steht ein Auto bereit. Da ist er ja. So, natürlich erstmal alles nachgeguckt, alles voll geladen. Bingo. Zack. So. Da, 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 da. Yeah. Ziel in Sicht. Mann, die Straßenlage von diesem Auto ist doch die wahre Pracht. Ein bisschen tiefer gelegt, ein bisschen mehr Leistung. Schöne Alus drauf und dann geht's noch ab. Und das wird jetzt lustig, mit einem schallgedämpften Scharfschützengewehr auf Jagd gehen. Mal schauen, ob sie uns dieses Mal wieder entdecken, die Jungs. Hier ist dann auch ein Relikt, das werde ich mir auch dann bald holen. Wie weit ist es noch? Ich glaube, hier ist eine gute Position. Um uns anzuschleichen. So. Ah, von dort müssen wir eigentlich eine gute Aussicht haben. Dann nutzen wir doch das Gegebene. Aber erstmal können wir natürlich hier... Ein Hundi haben sie auch. Das kann nicht alles sein. Da müssen noch mehr Leute sein. Oh, guckt mal. Ein Wildschweinchen. Nee, Hausschwein. Nicht wild. Hühner gibt's ja auch. Cool. Da ist wieder ein Fahrzeug.
So, dann haben wir noch den nächsten Jungen. Okay. So, wie machen wir das denn mal am gescheitesten? Die beiden sind zu nah beieinander. Der steht schön alleine da. Noch leicht andere Position mal kurz suchen. Da ist noch einer. So. Ich habe keine freie Schussbahn auf den. Das gefällt mir nicht. So, einer weniger. Ach verdammt, nein, 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 ihr seht mich nicht. Oh, auf naher Distanz treffe ich aber gar nichts mit dem Ding. Na komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Oh, sei doch nicht so feige, mein Freund. Nee, 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 nee. Vor allem rennst du nicht zurück und löst Alarm aus. Gibt es nicht. So. Treffer versenkt. Der versteckt sich ein bisschen. Der ist auch hin. Oh, verdammt. Nein! Ich muss auch... Verdammt, hier habe ich keine Schuss mehr. Ah! Wo sind die Jungs? Ihr habt doch irgendeine Munition dabei. Ja. Wo ist der andere? Ja. Das ist so unfair. Na egal, wir haben noch zwei Gegner. Ich werde versuchen, die lautlos auszuschalten. Denn das heißt auch deutlich mehr Points für uns. So. Was macht der denn da? Okay, ich weiß nicht, was ihn da gerade erledigt hat. Kein Alarm ausgelöst. Verdammt, wir wurden also doch entdeckt. Mist! Ja, das will ich auch mal hoffen, dass ihr das nicht macht. Na komm, komm, komm. Nicht klettern. Genau, plündern! Alles Banane, Jungs, gut. Dafür bin ich gemacht. Hehehe, das piept mir jetzt, das war nochmal drin. So. Schön reingegangen. Geguckt, was es hier noch Schönes gibt. Und dann werde ich auch wirklich endlich meine Aufnahmepause machen. Hier gibt's nicht viel. Ich bin der Größte. Nee, bin ich, bin ich. So, noch schnell Munition. Sind wir komplett und tutti wieder ausgerüstet anscheinend. Jawohl, alles klaro. So, meine lieben Freunde, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Far Cry 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschö.
Euer Herr Okami.